Dein Mann ist schwul und jetzt. Ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass es sich bei dem, was du jetzt gerade durchlebst, um keinen Spaziergang handelt. Es kommt vielmehr einem Langstreckenlauf gleich. Einem Langstreckenlauf, den du nicht freiwillig angetreten bist und dessen Distanz du eigentlich gar nicht kennst. Deswegen konntest du dich auch nicht bewusst oder aktiv darauf vorbereiten und dafür trainieren. Umso wichtiger ist es jetzt, dass du dich während dieses Laufs mit all dem versorgst, bestmöglich versorgst, was jetzt wichtig für dich ist, damit du dein Ziel erreichst. Und was am Ziel auf dich wartet, ist eine gestärkte Persönlichkeit und ein Anfang. Nämlich der Anfang in ein neues, gutes Leben. Deswegen ist die fünfte Erste-Hilfe-Maßnahme, wenn dein Mann auf Männer steht, Self-Care. Self-Care ist das Zauberwort. Und heute bekommst du 3 Schritte zu mehr Selbstfürsorge. Also, bleib dran. Hallo, ich bin Dagmar Carolina Raimund von intima.com und lass uns jetzt einfach gleich loslegen. Es geht also um 3 Schritte zu mehr Selbstfürsorge. Und der erste Schritt heißt, hege und pflege dich und deinen Körper. Ja, jetzt ist der Körper ganz wichtig, deswegen fangen wir mit dem an. Im Moment geht wahrscheinlich unglaublich viel in deinem Kopf ab. Da geht regelrecht der Punk ab. Und wir haben es in einem der letzten Videos gehört, dass das ist, was uns so unglaublich Stress macht. Ja? Unsere Gedanken machen uns den Stress. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns um unseren Körper kümmern, damit wir den Stress über unseren Körper auch wieder rausbringen aus unserem Organismus. Deswegen hege und pflege dich und deinen Körper. Und wie kannst du das tun? Tu, was dir gut tut. Und dazu gehört Bewegung. Geh, wenn möglich, täglich in die Natur. Atme dort tief durch und erleb diese spezielle Auszeit ganz bewusst. Durch Bewegung kriegst du den Stress besser unter die Füße und leichter aus deinem Körper raus. Und das ist wichtig, ja, damit wir gesund bleiben und eben auf unserem Langstreckenlauf durchhalten. Eine zweite Sache, verwöhne dich selbst. Ja? Also hege und pflege deinen Körper. Wie? Verwöhne dich selbst. Ja, durchaus auch sexuell. Man kann auch wunderbaren Sex mit sich selber haben, nur so nebenbei erwähnt. Verwöhne dich selbst mit liebevoller Berührung, aber auch mit ausgewogener Ernährung. Schau, dass du regelmäßig isst. Du brauchst die Kraft, dein Körper braucht die Kraft. Verwöhne dich selbst mit Musik, aber achte gut drauf. Also ich kann für mich sagen, Musik hat bei mir oft durchschlagende Wirkung. Zum Guten als auch zum weniger Guten. Weil Musik öffnet unsere Seele so. Also zumindest ist es bei mir so. Deswegen horcht ihr nicht unbedingt jetzt euer gemeinsames Lied an, wenn ihr ein gemeinsames Lied habt. Ja? Sondern sorg lieber für was, was dich energetisch auflädt, was dich eher aus deinem Loch rausbringt, als noch tiefer reinrutschen lässt. Massage, ja, vielleicht geht's, dass du dir ein paar Massagen gönnst. Und kümmere dich um sinnliche Pflegerituale. Man kann sich in der Früh so eincremen, ja, oder man macht's liebevoll. Dein Körper braucht, dass du jetzt so liebevoll wie möglich mit ihm umgehst. Also, heg und pfleg dich, verwöhn dich selber mit all dem, was deinem Körper gut tut und was dir hilft, deinen Körper zu spüren. Denn das hilft dir auch, ganz im Augenblick zu sein. Und weißt du, wenn wir so ganz im Moment sind und über unsere Ohren, unsere Augen, über unsere Haut, über unsere 5 Sinne wahrnehmen,
In dem Moment haben wir sorgenfreie Zone. Wir können nicht im Hier und Jetzt sein und uns Sorgen machen. Sorgen kommen immer dann, wenn wir in die Zukunft denken. Und das ist das, was jetzt gerade da oben wahrscheinlich in einer Tour passiert. Wie soll es weitergehen? Was soll ich jetzt bloß machen? Was wird nur? Was wird? Ja? Also deswegen ist es so wichtig, dass du dir immer wieder so sorgenfreie Inseln schaffst, indem du ganz im Hier und Jetzt bist. Und das gelingt eigentlich nur über deinen Körper. Deswegen kümmere dich gut um ihn. Und hege und pflege deinen Körper. Heißt auch, achte auf deine Gesundheit. Wenn du merkst, dass du einfach schon seit Wochen nicht mehr schlafen kannst, dann besorg dir was, das dir hilft. Besprech's mit deinem Arzt. Wenn du merkst, dass deine Nerven einfach ja, WO geben, dann kümmere dich drum. Geh zum Arzt, besprech das mit ihm und lass dir irgendwas geben. Es gibt homöopathische Mittel, es gibt pflanzliche Mittel, die helfen. Ja. Aber versuch nicht, das auf Hängen und Würgen im Wortsinn, ja, alleine durchzustehen. Auch nicht, wenn es um deinen Körper geht. Also achte auf deine Gesundheit, auch auf deine sexuelle Gesundheit. Wenn du mit deinem Mann noch ein aufrechtes sexuelles Miteinander lebst und er aber gleichzeitig auch seine Homosexualität oder Bisexualität auslebt, dann ist Safer Sex wirklich nicht nur wichtig, sondern unter Umständen lebensnotwendig. Und mir fällt es jetzt ein bisschen schwer, das zu sagen, ja, aber ich muss es, glaube ich, doch tun. Bitte bedenke eines. Wenn Männer auf eher anonyme Art und Weise sehr schnellen Sex konsumieren mit Männern, würde ich mich als Frau nicht drauf verlassen, dass mein Mann in jeder Situation da an Safer Sex denkt. Deswegen zu deinem eigenen Schutz. Erstens, mach einen HIV-Test. Und zweitens, du kennst deinen Fall, aber ich gebe es trotzdem zu bedenken, überlege, ob du wirklich, wenn ihr noch Sex miteinander habt, nur mehr auf Sex mit Kondom bestehst. Oh, das war also Punkt 1, hege und pflege dich und deinen Körper. Punkt 2, schaffe deiner Seele Raum zum Atmen. Wie machst du das? Indem du dich möglichst mit Menschen umgibst, die dir gut tun. Wir alle kennen die Zeitgenossen, die uns eher den Atem abschnüren, weil sie sehr fordernd sind, weil sie eine sehr negativ-pessimistische Sicht aufs Leben und auf die Welt haben. Ja, weil sie einfach mehr Kraft für sich und Energie für sich in Anspruch nehmen, als man irgendwie zurückbekommt. Schaffe deiner Seele Raum zum Atmen auch dadurch, dass du darauf achtest, womit du deinen Geist fütterst. Also gerade in Zeiten, wo man emotional angegriffen ist, stark angegriffen, kommt mir vor, dass es gut sein könnte, wenn man sich nicht nur zusätzlich mit schwierigen Themen befasst. Und wenn ich die Zeitung ausschlage oder wenn ich die Nachrichten sehe, das trägt nicht unbedingt zu einem heitereren Lebensgefühl bei. Deswegen überleg dir, ob vielleicht für eine gewisse Zeit Medienkarenz eine gute Möglichkeit wäre. Ich garantiere dir, dass du die wirklich weltbewegenden Dinge trotzdem irgendwie mitkriegen wirst. Aber du beschwerst dich nicht zusätzlich noch mit dem, was in der Welt an Dingen derzeit passiert. Ja, schaffe deiner Seele Raum zum Atmen. Da habe ich noch einen heißen Tipp für dich, nämlich beginne und beende deinen Tag mit einem wohltuenden Ritual. Rituale, das sind wie so eine Art Anker, ja? wo wir uns festhalten können, damit wir nicht aufs Meer rausgetrieben werden. Und so einen Anker am Anfang des Tages und am Ende des Tages zu haben, das ist super. Und wenn du das jetzt hörst, sag nicht, ach Gott, das kenne ich schon, das hat bei mir noch nie funktioniert. Denn erstens mal hast du es, seit es dir so geht, wie es dir geht, schon versucht
Und zweitens, wenn es auch dann für dich nicht funktioniert, dann adaptier es doch so, dass es funktioniert. Ja? Das heißt ja nicht, dass du das alles eins zu eins übernehmen musst, was du hier von mir hörst. Aber es kann eine Anregung sein, es in abgewandelter Form in deinen Alltag zu integrieren. Deswegen, horch gut zu und überleg dir, ob du es nicht doch ja, für dich einbauen möchtest. Morgens zum Beispiel. Das sind Dinge, die sind von mir ausprobiert, ja, die sind von mir als zumindest für mich passend empfunden. Morgens zum Beispiel. Mach ein paar Power-Posings vorm Spiegel. Ja? Oder tu ein paar Mal deine Fäuste ballen. Und spür die Kraft, die da durch den Körper kommt. Greif die Hände aneinander. So, jetzt gehen wir den Tag an. Jawohl, ja. Das gibt irgendwie Energie. Warum das so ist, kann ich nicht erklären. Ist ja wurscht, aber es wirkt. Es wirkt. Und darum geht es, ja. Dass die Dinge praktikabel sind und dass die Veränderung bringen und Unterstützung. Und jetzt erzähle ich dir ein Geheimnis. Das wissen bisher nur wenige Frauen aus meinem Umfeld. Nämlich die von meiner Intima Lounge. Ich glaube, denen habe ich es erzählt. Oder von meiner Selfcare Lounge. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Egal. Was ich manchmal mache, ist, ich grimassiere vorm Spiegel. Ich mache so lang Faxen mit mir selber, bis ich mich selber zum Lachen bringe. Und ich sag dir was, das wirkt unglaublich super. Da gehe ich ganz anders in den Tag. Und vielleicht gibt es mal ein Video, wo ich mich traue, meine Grimassen vorzumachen. Mach das, das wirkt. Das lässt dich lachen und macht alles, was dann kommt, ein Wengerl einfacher und ein Wengerl leichter. Klingt absurd, klingt hirnrissig, aber manchmal sind die verrückten Ideen die besten. Weil wir uns mit denen selbst überraschen. So, das sind können deine Morgenrituale sein. Ein Abendritual, da habe ich eins, also auf das stehe ich zu 100%, nämlich für ein Dankbarkeitstagebuch. Auch nicht neu, aber extrem wirkungsvoll. Für ein Dankbarkeitstagebuch und schreib rein, was alles heute trotz allem an diesem Tag gut gelaufen ist. Schreib rein, was du heute geschafft hast. Und weißt, das können so Dinge sein, wenn das jemand liest, der sich vielleicht an den Kopf greift. Wenn du derzeit Schwierigkeiten hast, deinen Geschirrspüler auszuräumen, weil das was ist, was einfach zu viel Energie gerade von dir fordert und du hast es geschafft, dann notier dir das. Danke, dass ich heute meinen Geschirrspüler ausräumen konnte. Vielleicht schon in der Früh und nicht erst am Abend, ja? Danke, dass ich heute geschafft habe, den Berg Wäsche abzuarbeiten. Danke, dass ich heute geschafft habe, obwohl ich erst an die Decke gehen wollte, als mein Kind mit dieser oder jener Botschaft nach Hause kam, geduldig zu bleiben. Schreib rein, worüber du dich heute freuen konntest. Welche Kleinigkeit? Worüber hast du dich heute freuen können? Über den Schmetterling, der auf deine Balkonblumen saß? Über das freundliche Lächeln von jemand Fremden auf der Straße? Schreib rein, worüber du dich heute freuen konntest. Schreib rein, was alles heute gut gelaufen ist. Und schreib rein, wofür du trotz allem dankbar sein kannst. Und das machst du jeden Abend. Mindestens 10 Dinge. Und du wirst anders in der Früh aufwachen und du wirst anders mit der Zeit anders abends einschlafen. Dritter und letzter Schritt zu mehr Selbstfürsorge. Suche, finde und nütze deine Glücksquellen. Und da habe ich einen, wie ich finde, ganz netten Umsetzungsvorschlag, nämlich kreier dir dein eigenes Glücksglas. Das kannst du folgendermaßen tun, du schreibst dir eine Liste und schreibst die Punkte schön untereinander mit all den Dingen, die dir unter normalen Umständen Freude bereiten würden, die du vielleicht auch als Kind gerne gemacht hast. Und wenn du da so das erste Mal dran sitzt, weil du idealerweise führst du die Liste über mehrere Tage, weil einem oft nach und nach noch was einfällt, wenn du das erste Mal dran sitzt, dann steh nicht auf, bevor du nicht mindestens 20 verschiedene Punkte auf deiner Liste hast. Im nächsten Schritt schneidest du das Blatt Punkt für Punkt durch und faltest die Zettel zusammen und gibst sie in ein schönes Gefäß. Und was dann wichtig ist, praktisch, du ziehst dir täglich oder alle paar Tage oder einmal in der Woche, so wie es für dich irgendwie passend erscheint,
einen dieser Zettel raus, schaust, was du draufgeschrieben hast und setzt idealerweise das innerhalb der nächsten 24 Stunden, naja, vielleicht auch 48 Stunden um. Und da steht bei mir zum Beispiel Seifenblasen pusten. Ja? Ich liebe Seifenblasen. Oder es könnte vielleicht draufstehen, besuche einen Teeladen und verkoste verschiedene Teesorten, die du noch nicht kennst. Oder es könnte drinstehen, lass ein hochwertiges Öl im Raum verduften. Oder könnte drinstehen, nochmal Duft, ein duftendes Vollbad mit Kerzenschein und Musik. Oder besuche einen Kunsthandwerksmarkt. Ja? Also ich denke, du hast genau den Punkt erwischt jetzt, gell? Du weißt, worum es geht. Gut, das waren die 3 Schritte zu mehr Selbstfürsorge. Ich wiederhole es nochmal kurz. Erstens, hege und pflege dich und deinen Körper. Zweitens, schaffe deiner Seele Raum zum Atmen. Und drittens, suche, finde und nütze deine Glücksquellen. Ich glaube, das sind die wichtigen Dinge, die du brauchst, damit du deinen Langstreckenlauf wirklich gut bis zum Ende durchhältst und dann auch noch Kraft hast, um dir wirklich ein neues Leben, wenn nötig, zu schaffen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe.